Moin Moin und herzlich willkommen bei Wimmekoi. Heute ein ganz besonderer Blog bei Alexander. Moin Alex, grüß dich, dass ich hier sein darf. Moin Moin. Blogtag Nummer 3 und der Abschlussblogs, beziehungsweise die Abschlussblogs, ihr werdet begeistert sein. Das ist mitunter die größte Anlage und auch der größte Jumbo-Koi-Teich, den ich in meiner noch jungen Laufbahn gesehen habe. 60 Kubik. Unzählige Jumbo-Kois, gerade im Großsanke-Bereich ist das echt beeindruckend. Ja, ich will euch nicht lange auf die Schulter spannen. Ich nehme die Kamera auf die Hand und dann schaut euch das Ganze mal aus der Nähe an. Viel Spaß dabei. Danke. Ich habe beschlossen, dass wir in diesem Blog mal einfach die Bilder für sich sprechen lassen und nicht ganz so viel kommentieren, weil allein der Anblick überwältigend ist, stimmt mich schon etwas demütig, weil eine Anlage mit solchem Besatz ist für mich auch was Besonderes. Die sehe ich nicht jeden Tag. Hier im Teich erhält man mit 70 plus Zentimeter erst Einzug und die größten sind aktuell der größte bei 1,04 Meter. Das wäre welcher, Alex? Der Asagi ist gerade der längste, gefolgt von den Karashigoi. Wahnsinnstiere, mit einem riesigen Volumen. Ein unglaublicher Besatz. Auch Großsanke in der Qualität und diesem Umfang habe ich so noch nicht gesehen. Eine Augenweide. Ein unglaublicher Besatz. Der Teich hat roundabout 60.000 Liter. Den Filterblock erspare ich mir heute, weil Alex gestern Hochwasser hatte und der halbe Garten sowie das Filterhaus unter Wasser stand. Im Teich sieht man es nicht an. So hoch ist das Wasser nicht gekommen. Der Teich wird gefiltert über einen Trommelfilter und zwei große Biostufen. Eine unglaubliche Anlage. Mit einem in Deutschland mit Sicherheit nicht so häufig anzutreffenden Besatz. Alexander fährt nach Möglichkeit jährlich nach Japan und ist gern gesehen bei so ziemlich jedem Züchter, der in Japan Rang und Namen hat. Da bin ich mir sicher. Hat sich voll dem Hobby verschrieben und lebt es mit Herz und Seele. Hat 2007 mit dem Hobby angefangen. Und wie ihr seht, macht er keine halben Sachen. Schöner Bestand hier mit Brücke über dem Teich. Wie viel Kilo fütterst du hier täglich im Sommer? Maximal 1 bis 2 Kilo, nicht mehr. Die Fische sind im Schnitt vom Alter her wie alt? Von 3 bis 10 Jahren.
Ja, fantastisch anzusehen. Dieser Teich lässt selbst mich sprachlos zurück. Das ist der erste Teich seit langem, bei dem ich mal richtig nervös war vor dem Vlog, weil man das hier wirklich nicht alle Tage sieht. Ein unglaublicher Besatz. Hier wird das Koi-Hobby gelebt. Ein sehr schön angelegter Teich. Aktuell ein bisschen Hochwasserschaden. Aber zum Glück hat sich das Wasser schon verflüchtigt. Eine Wahnsinnsanlage, die hier im Häuschen über Trommelfilter und da hinten über eine riesige, zwei riesige Biostufen gefiltert wird. Hier gibt es so viel zu sehen und ich weiß, dass Alexander sein Wasser und seinen Filter im Griff hat. Von daher spare ich mir heute den Filter und den Teil der Wasserwerte, weil ich bezweifle, dass wir da etwas finden werden, und gönne euch lieber einen längeren Blick auf diesen wunderschönen Besatz. Hast du einen Liebling im Teich? Alexander schüttelt den Kopf. Was hier an diesem Teich auch schwierig ist, einen Liebling auszumachen. Das kann ich verstehen. Ich könnte es, glaube ich, auch nicht. Lieblinge versterben zuerst. Deshalb gibt es keine. Du weißt doch nicht, wie viele Fische du hier im Teich hast, ne? Nein. Unglaublich. Fantastisches Wasser. Glasklar. Ja, Leute. Das war Alexanders Showteich. Wir sind hier aber noch nicht am Ende. Der Wahnsinn wird bei Alexander großgeschrieben. Und ihr werdet hier noch einiges zu sehen bekommen. Damit verabschiede ich mich für diesen Vlog. Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst ein Follow und ein Like da. Wenn auch ihr euren Teich oder eure Innenhälterung im Vlog sehen wollt, zögert nicht. Schreibt mir eine E-Mail an wimme-koi@gmx.de. Bis denn.